Ein guter Detektiv muss glasklar die Fakten abwägen und dann blitzschnell entscheiden. Oh mei, oh mei, oh mei. Was soll ich denn meiner Tante Josephine da bloß raten? Frau Finkenzeller, die Bibliothekarin, und ihr Sohn Flo sortierten gerade eine Kiste mit Bücherspenden aus. Unsere Giftpilze und ihre essbaren Doppelgänger. Das ist 105 Jahre alt. Wir, was macht das falsch? Und nur so gut erhalten. Flo, das kannst du gleich ins Regal mit die Ratgeber stellen. Apropos Ratgeber, was meinst denn ihr? Soll meine Tante das jetzt unterschreiben oder nicht? Na, Flo, wart, stell's lieber ins Regal mit die antiquarischen Bücher. Solch eine Zwickmühle ist das. Ein richtiges Dilemma und ich mittendrin in der Klemme. Um was geht's denn, Herr Fröschel? Um einen Leo. Also, das ist der Hund von der Frau Ramsauer. Und die ist die Nachbarin von meiner Tante Josephine. Und der Leo, das ist so also ein Kläffer. Wenn ich da für meine Tante Rasen mähe, da bellt der lauter wie der Rasenmäher. Und jetzt haben die Knittelbecks, die anderen Nachbarn von der Frau Ramsauer, den Brief da geschrieben. Also bla 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 bla. Und deshalb fordern alle Unterzeichner, den Hund wegzugeben oder nur noch im Haus zu halten. Kombiniere. Und jetzt weiß einer Tante Josephine nicht, ob sie das unterschreiben soll. Oder nicht, genau. Der Hund ist eine Plage, aber seit ihr Mo gestorben ist, ist der Hund der alten Frau Ramsauer ihr Ein und Alles. Ein Handy hat einen Frosch im Hals. Detective Fröschel? Bubi, du musst sofort kommen. Tante Josephine, was ist denn los? Bitte komm so schnell, wie es geht, Bubi. Tante, ich bin praktisch schon vor deiner Tür. Warten Sie, Herr Detective, ich komm mit. Aber Flo! Das dauert doch nicht lang, Mama. Tante Josephine, was ist denn los? Ach, Bubi, gut, dass du endlich da bist. Gerade hat der Tierarzt mitgenommen, den armen Hund. Er will ihm einen Magen auspumpen und ruft dann wieder an. Meine Tante Josephine begleitete uns in die Küche ihrer Nachbarin. Mein armer Leo, mein armer Leo. Mei. Frau Ramsauer, das ist mein Neffe, der Bubi. Detective Bubi, Schmarrn, Fröschel, Detective Fröschel natürlich. Ich bin nur ganz durcheinander, Herr Bubi. Mein armer Leo, wo ist denn mein Bruin? Da, auf dem Kochbuch, Frau Ramsauer. Frau Ramsauer setzte ihre dicke Brille auf und sah uns aus riesigen Augen an. Mein Leo ist immer nur im Garten umeinander gerannt und hat bald vor lauter Freude den ganzen Tag allweit zimftig. Wer vergiftet ihn so ein unschuldiges Viecherl? Ganz genau, um das rauszufinden, sagen wir mir da, Frau Ramsauer. Während Tante Josephine Frau Ramsauer tröstete, läuteten Flo und ich am Nachbarhaus. Unauffällig sah Flo sich auf dem Grundstück um. Ich fühlte den Knittelbecks auf den Zahn. Ein ganz, ganz schrecklicher Hund. Toujours gekläffe, gewinsel, gebell. Gell, Gilbert? Ja, die Ramsauer ist hochgradig schwerhörig. Die stört das nicht. Aber uns, gell, Gerlinde? Und unser Schild am Gartenzaun. Bitte Ruhezeiten einhalten. Das kann die gar nicht lesen ohne ihre dicke Brille. Gell, Gilbert? Aber trotzdem würden wir dem Vieh nie was antun. Gell, Gerlinde? Was macht denn Ihr Sohn in unserer Garage? Das ist nicht mein Sohn, sondern mein What? Sohn, sozusagen. Also, ich bin quasi der Sherlock Holmes und er, der Flo, der Dr. Watson. Schauen Sie mal, Herr Holmes, was ich bei denen in der Garage gefunden habe. Ein Flascherl mit einem Totenkopf drauf und ein Oberrohrs Konservenglas. Gift und Würstel. Wie gemacht, wenn man ewige Ruhe will, statt Gebell, gell? Keine Ahnung, wie diese Würstchen in unsere Garage kommen. Wir sind beide Vegetarier, schon seit Monaten, gell, Gerlinde? Naja, ich hatte so einen Heißhunger auf was Nicht-Vegetarisches und hab ich heimlich in der Garage, damit du nichts merkst. Gerlinde. Und das Gift? Das Rattengift war schon in der Garage, als wir das Haus vor 2 Jahren gekauft haben. Sie hatten Motiv und Gelegenheit. Gift und Würstel. Ich fürchte, die Beweislage ist erdrückend, gell, Frau Knittelbeck? Nein, nicht meine Gerlinde. Ich war's.
Ich ganz allein habe den Leo vergiftet. Meine Gerlinde hat damit nichts zu tun. Du willst mich nur schützen, Gilbert. Ich war's. Ich ganz allein, Herr Detektiv. Mein Gilbert hat damit nichts zu tun. Nein. Ich war's. Ich. Zwei Geständnisse. Zwei mögliche Täter, von denen jeder glaubt, der andere sei der Hundekiller. Und von denen jeder die Tat auf sich nimmt, um den anderen zu schützen. Das muss Liebe sein. Oder was meinst du, Flo? Flo, was ist Ramst? Die Brühen von der Frau Ramsauer. Ja, voll gruselig. Die dicken Glasel wie zwei Lupen und ihre riesigen, verwandten Augen. Die ist auf ihrem Kochbuch gelegen, die Brühen. Und das Rezept, wo aufgeschlagen war, war Schwammerlsuppen mit gereichertem Speck. Keine Minute später standen wir wieder in der Küche von Frau Ramsauer. Meine Tante reicht ihr inzwischen das fünfte Taschentuch. Sagen Sie mal, Frau Ramsauer, was hat es denn heute bei einer zum Essen gegeben? Ja, Schwammerlsuppen mit Speck hätte es geben sollen. Aber ich hab's gerade auf den Tisch gestellt gehabt zum Auskühlen. Da leid der Postbot. Und wie ich wieder zurückkomme, hat der Leo die ganze Schüssel schon ausgeschlägt gehabt. Nur ziemlich Knödel waren noch da. Waren das gekaufte Schwammerl oder selber gesammelt? Ja, die hab ich selber gesammelt. Ich find zwar nicht mehr so viel wie früher, weil ich so schlecht sieg, aber für mich gelangt's. Jesus, Maria und Josef, sie meinen doch nicht, dass die Schwammerl... Der Tierarzt! Mein Leo, mein Gott sei Dank, ja Leo, mein bravs Hundi. Gut, dass ich dem Tier sofort den Magen ausgepumpt habe. Bei der Menge Amatoxin... Amatoxin? Ein zyklisches Oligopeptid. Findet man zum Beispiel in... Knollenblätterschwammerl? Exakt, junger Mann. In Knollenblätterpilzen. Frau Ramsauer, Ihr Leo hat Ihnen das Leben gerettet. Frau Ramsauer hielt ihren Leo im Arm und weinte vor Glück und Rührung. Tante Josephine und die Knittelbecks umringten die Nachbarin und alle streichelten den tapferen Hund. So ein braver, gell, Gilbert? Ein ganz braver, gell, Gerlinde? Ich bin richtig froh, dass er wieder beißt. Und ich erst, gell, Leo? Und gelöst haben den Fall wieder mal. Und sowieso. Genau, Leo. Fröschel und Flo. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.